Für mich ist die Assoziation von diesem Flow-Rennfahrer Ayrton Senna. Ayrton Senna, der ist 1988 in Monaco eine Qualifikationsrunde gefahren und da ist der Teamkollege von Senna eine Sekunde schneller gefahren als der Rest des Feldes. Und dann kam Senna dran und Senna ist 1,5 Sekunden schneller als sein Teamkollege gefahren. In der Formel 1 sind 1,5 Sekunden so, wie wenn man im Fußball 5:0 jemanden besiegt. Das gibt es nicht. Das passiert nicht, wenn zwei Top-Teams gegeneinander spielen. Und das ist da passiert. Und Senna ist immer weiter gefahren, ist immer schneller geworden, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Bis es eben diese 1,5 Sekunden waren und dann ist er in die Boxengasse gefahren. Und hat den Wagen abgestellt, ist ausgestiegen und hat erzählt, dass er gemerkt hat, wie er sich loslöst. Dass er das gar nicht mehr ist, dass es keine bewusste Handlung mehr war. Er hatte seine Augen offen, er hat beschrieben, durch einen Tunnel zu fahren und nicht mehr nachzudenken. Es ist einfach passiert. Und es ging immer schneller und schneller, bis er es einfach mit der Angst zu tun bekommen hat. Der Nullpunkt im Sport. Spirituelle Grenzerfahrungen bei sportlichen Höchstleistungen. Manche Sportler kennen diesen Nullpunkt, auch Flow genannt. Sie kennen diesen Zustand, in dem man nicht mehr bewusst wahrnimmt, warum etwas Besonderes passiert und man diesen Moment im Rückblick als kleine Ewigkeit empfindet. Aus der Sicht des Arztes spielt dabei das Adrenalin eine Hauptrolle. Südamerikanische Sportfans schwärmen bei außergewöhnlichen Momenten, gelegentlich gar von der Hand Gottes. Und Journalisten halten Nullpunkterlebnisse in epochalen Schlagzeilen fest. Wenn man unter Sportlern fragt, wird man auch genug sehr gute Sportler finden, die sagen, nein, ich habe sowas noch nie erlebt. Das habe ich Gott sei Dank sehr oft erlebt, im Wettkampf und oft im Training erlebt, tagtäglich eigentlich. Weil einfach dieser Nullpunkt ja nichts anderes ist, dass man einfach loslässt und mit einem Urvertrauen einfach das tut, was man gerade tut. Von Ausnahmezuständen jenseits des Wettstreits um Hundertstelsekunden. Von Trancezuständen und seelischen Grenzerfahrungen. Wenn das Sprechen über Sport wie Lyrik klingt, was ist dieser Nullpunkt wirklich und wer kommt in den Genuss dieses außergewöhnlichen Augenblicks? Erst der Jubel der Massen holt die Sportler wieder zurück aus ihrem Grenzerfahrungszustand, aus der Tiefe des Nullpunkterlebnisses, zurück in die irdische Welt ihres Sportes. Beobachter sprechen von einer Verschmelzung des Sportlers mit dem Sportgerät, ja sogar von Transformation. Im Endeffekt ist der Vettel in den 1,5 Stunden nicht der Vettel, sondern ein Auto. Und der Kahn ist ein Tor. Und letzten Endes der Franz Klammer war ein 2-Abfahrtski. Federer oder sowas, der geht auf den Center Court und sagt, grüß Gott, ich bin ein Tennisracket. Zum Beispiel bei Eisschnelllaufen, was in Holland ein sehr großer Sportart ist, dann gibt es Leute, die sagen, ich habe keinen Gegner gesehen, gar nichts, ich war meine Schlittschuhe. Gedanken von Spitzensportlern, Ärzten, Journalisten und passionierten Fans zum Phänomen des Nullpunkts im Sport. Gestaltung Petra Meisel. Das heißt, wenn man wirklich erfolgreich werden möchte, dann muss man einfach eins werden mit dem Bogen. Helmut Traxler, 17-facher österreichischer Staatsmeister im Bogenschießen. Es gibt Leute, die gehen mit dem Bogen schlafen. Dieses typische Es ist mir passiert. War ich die Kurve oder war ich das Auto oder war ich der Sender? Johannes Zeibig, Allgemeinmediziner und Sportphysiologe. Ich bin eins mit dem ganzen Ring. Ja? Das klingt ja wie auf Drogen. Ja, die sind dann auf Drogen. Der Flow ist nicht gleichzusetzen mit diesem Glückserlebnis, das der Marathonläufer schildert. Es ist mit Sicherheit nicht so, dass der Sportler im Flow das Fluchtsystem aktiv hat. Und das ist neurophysiologisch nicht jene Schmerzunterdrückung, die eine Mutter erlebt, wenn sie ihr Kind unter dem umkippenden Auto hervorholt. Dieses klassische, im Schock halt mal schnell. Es ist natürlich von Sportler zu Sportler immer unterschiedlich, wie genau er es erlebt und wie er es beschreibt. Aber diese Leichtigkeit und es geht von allein und ich brauche nicht aktiv was dazu tun, das kommt in den meisten Beschreibungen einfach vor. Und deswegen ist für mich so dieses Flow, ja, dieser gemeinsame Nenner darüber. Judith Draxler-Hutter nahm als Schwimmerin 3-mal an den Olympischen Spielen teil. Wir Kinder mit den Rodeln, mit dem Schlitten unterwegs waren und 100-mal den Berg raufgelaufen sind und wieder runter, träume zu sagen, dass wir da 2 Stunden in diesem Flow-Zustand waren, weil wir auch nicht gemerkt haben, dass wir schon komplett durchgefahren waren und durchnässt waren. Wir sind aufgegangen. Wir haben keinen Hunger gehabt. Den haben wir dann erst gespürt, wenn es finster geworden ist. Ich würde sagen, das ist in solchen Momenten auch schon da gewesen. Der steht da und spielt und dann kriegen alle Umstehenden mit,
Das, was der jetzt spielt, hat der noch nie gespielt. Der hat gerade einen Lauf. Roman Braun, Mentaltrainer, ehemaliger Frisbee-Europameister. Man sieht genau, ein Teil hat er trainiert, aber ein Teil entsteht jetzt. Der ist im Flow. Und das Wunderbarste dabei ist, in dem Moment empfinden wir keinen Neid, sondern wir denken, wow, ich gehöre zu einer Spezies, wo wir das können. Die Tatsache, dass es Flow gibt, stellt in Frage das ganz simple evolutionäre Denken. Denn wozu, was soll es für einen evolutionären Sinn haben, dass der Mensch Flow hat? Der Sportphysiologe Johann Zeibig ist in seiner Freizeit nahe dem Himmel, den die dreifache österreichische Meisterin Hilde Drechsler im Judo-Sport findet. Weil der Flow sich anfühlt wie etwas, was größer ist, als ich es bin. Also etwas, das ich nicht kontrollieren kann, fast was Schicksalhaftes. Das klingt ein bisschen komisch, vielleicht sogar fast philosophisch, aber das ist das Schöne dabei. Wie geht er jetzt? Also, das erste wesentliche Eck ist, du sollst was können. Und wie sehr übst du dich auch tatsächlich darin? Trainieren, trainieren, trainieren. Und ich schieße oft hunderte Pfeile nur so. Einfach nur, dass man den Ablauf automatisiert. Gleich in 4 Bogenklassen ist der Staatsmeister Helmut Traxler Meister der Automatisierung. Beim Bogenschießen ist es so, wenn heute einer anfängt von null, dann ist die Technik das Erste, was er lernen muss. Ich sage jetzt 80% Technik, 20% mental. Wenn er dann die Technik kann, dann dreht sich das Ganze um. Das heißt, dann hat er nur mehr 20% Technik und dann 80% mental. Und an dem wird dann gearbeitet. Man erlebt gelegentlich, wenn man sehr intensiv schießt und trainiert, Augenblicke, bevor man die Sehne loslässt, die den Erfolg schon vorwegnehmen. Bogensporttrainer Martin Ptacznik. Es stellt sich so ein Gefühl von Euphorie ein und weiß, wenn man jetzt auslässt, dann wird das der perfekte Treffer werden. Das ist die Kunst. Also in irgendetwas gut sein, whatever. Das zweite Eck tut sich dann im Gespräch meistens schon auf und dann sieht man eigentlich schon in den Augen des Befragten, ob die zu leuchten beginnen. Das ist wie in der Liebe. Wenn ich in diesem Tun, sei das jetzt Basketball spielen, sei das Skifahren, sei das Schachspielen, Tanzen, was auch immer, so aufgehe, dass ich fühle, das Ganze hat Sinn, ich verwirkliche mich, das heißt, ich bin ins Leben gestellt dadurch, dann ist das ein wesentliches zweites Element. Ich habe das so erlebt, dass sich das langsam aufbaut, so wie eine Welle, die dann irgendwie so bricht, entweder im Training oder eher noch, wenn es um viel geht, in einem Wettkampf. Und man kommt so langsam in einen Flow hinein, was gut läuft. Und dann hat man plötzlich diesen Moment, dass man 2-3 Sekunden vorher genau weiß, das wird's jetzt. Ich habe viele meiner Siege einfach wirklich geistig vorweggenommen, wo ich einfach in der Früh aufgestanden bin und gewusst habe, heute gewinne. Felix Gottwald, erfolgreichster österreichischer Olympiateilnehmer in der nordischen Kombination. Und dann habe ich mich selber dabei erwischt, dass ich einen ersten Sprung verhaut habe und dann habe ich mir aber nicht gedacht, jetzt geht es jetzt doch nicht aus, sondern habe ich mir gedacht, jetzt bin ich gespannt, wie sich das noch ausgeht. Und es ist sich ganz mühelos ausgegangen. Und man freut sich schon drauf, dass es gelingt und es funktioniert. Man strebt natürlich an, das bei jedem Schuss zu haben. 10-mal, 20-mal, 30-mal, ich weiß nicht wie oft. 10-mal, 20-mal, 50-mal, dann wieder und wieder und wieder. Und aber tausende Schüsse. Und wieder. Da schießt er nur seine 5, 10, 15, 20 Pfeile, die er hat. Trainieren, trainieren, trainieren. Und dann muss er wieder hingehen zu seinem Ziel, sie einsammeln, das Ziel abkleben, sich überlegen, woran hat es nicht geklappt. Das können sehr wenige. Das können nur 20-mal, 20-mal, 20-mal. Ja, ich bin einer der wenigen. Und wieder daneben. Und es wird sich immer so wiederholen. Beim Schwimmen geht es genau um das Gleiche. Bahn für Bahn. Durch das regelmäßige Training, das immer mehr in diese Automatismen zu bringen. Kachel für Kachel. Einer hat mir mal gesagt, sie nennen das ein bisschen Kachelzählen. Wenn man das erreichen kann, dass man sagt, ich mische mich nicht ein, ich lasse mich jetzt tun, so wie ich es trainiert habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man den Flow-Zustand dann wirklich erlebt. Die einstige Olympiaschwimmerin Judith Draxler-Hutter hilft heute als Sportpsychologin der nächsten Generation junger Wassersportler beim Sprung in den Flow-Zustand. Und alles, was sie machen, ist mit dem Kopf nach unten schauen und schwimmen. Und schwimmen und schwimmen.
Werfen und werfen und werfen ist Hilde Drechslers Alltag. Die Judo-Meisterin und ihr Trainer Ernst Raser bereiten sich zurzeit auf die Olympia-Qualifikation vor. Mir ist sogar schon passiert, dass ich geworfen habe und im ersten Moment nicht gewusst habe, wer von uns hat jetzt geworfen, meine Gegnerin oder ich. Kurz diese Unsicherheit, okay, was ist da jetzt passiert? Okay, ich liege auf ihr drauf, okay, das war ich. Ich hab das gemacht, was habe ich eigentlich gemacht? Im Zen-Buddhismus, der diese gesamten Judo- und Wettkampfsportarten beeinflusst, geht es eigentlich darum, im richtigen Moment die richtige Handlung zu machen. Dass dieser Moment hervorgerufen werden kann, eben dadurch, dass man im Moment sein trainiert und gewisse Bewegungsabläufe trainiert und so lange trainiert, bis sie fast im wahrsten Sinne des Wortes wie im Schlaf kommen und einfach kommen und da sind. Fast wie ein Reflex. Also es geht um das Automatisieren, dass der Mensch automatisch in einer Situation das Richtige macht. Japan-Trainingslager sind sehr gefürchtet, weil man da 3 Stunden am Stück Judo hat und irgendwas passiert da und man nimmt dann einfach nur hin und macht und reagiert aber trotzdem noch. Endlose Wiederholungen, das ist für die Europäer oft schwierig. Wir sagen, das ist monoton. Dann müsste ich ja nicht so viel trainieren eigentlich, dann müsste ich nicht jeden Tag trainieren. Es muss immer wieder wiederholt werden, aber es ist überall so, Leute. Weil anders kann man nicht automatisieren, anders kann man die Großhirnrinde nicht ausschalten. Also ich muss eine Hirnbahnung finden, die viel rascher ist als die, die wir beim normalen Denken haben. Man muss selber so schnell sein und das kann man nur, wenn man nicht denkt. Und die denken, die sind unkonzentriert. Und die kommen zu spät, die nehmen etwas wahr, aber da das dann übers Bewusstsein geht, ist die Situation schon wieder anders, bis man handelt. Man sieht den Moment vielleicht, aber attackiert nicht. Und wenn man im Flow ist, dann sieht man den Moment nicht, sondern man reagiert auf den Moment. Und abschalten, immer wieder den Geist abschalten. Ich habe so eine Art, mich vorm Kampf abzuklopfen. Es wirkt schon fast wie Ticks, bevor sie auf die Matte gehen. Wie man für eine Prüfung sagt, ich habe alles gelernt, ich kann alles, es kann nicht schief gehen. Juniorenstaatsmeisterin Christina Rakowitz und Hilde Drechsler berichten aus der Judo-Kampfzone. Das sind so Rituale, die man vorm Kampf hat, um vielleicht in diesen Zustand zu kommen, um besonders fokussiert zu sein. Und beim Wettkampf ist man so nervös, so aufgeregt, dass man einfach alles kann und das könnte. Aber sobald der Kampfrichter Hashime sagt. Die Mattenfläche und alles andere rum ist, als würde man irgendwie Rad fahren und alles fährt an einem vorbei, alles rauscht an einem vorbei und man sieht es nur so verschwommen, fast traumhaft. Und man nimmt nur sich wahr und den Gegner. Als würde man da so ganz allein auf dem Parkett tanzen und alles andere wirbelt nur, ohne dass man es wirklich wahrnimmt. Es ist so, dass ich überhaupt nichts mehr höre. Ich nehme keine Stimme mehr in der Halle wahr. Das ist komplett leise, als wäre ich allein im Raum. Ich höre das gar nicht. Die Kommandos vom Kampfrichter und vom Trainer, das höre ich, glaube ich, alles unbewusst. Es ist auch teilweise nur ein partielles Ausblenden, weil manchmal hört man von einer Person auf der Tribüne, dass sie reingeschrien hat. Es schreien aber, ich weiß nicht, 100, vielleicht für die Gegnerin. Und dann sind noch so ein paar, die für dich schreien und der Trainer sagt dir was. Man hört das ganz kurz und dann ist man auch schon wieder mittendrin. Und dann plötzlich wieder gar nichts. Dann ist es auf einmal da. Dann ist es auf einmal da. Und jetzt bin ich wieder da. Auf einmal ist es halt wieder da, aber es ist jetzt nicht von mir selber so bewusst wahrgenommen. Dann geht man runter und dann, was ist da eigentlich jetzt passiert? Die Sportlerinnen und Sportler kommen runter. Natürlich ist große Freude, alles jubelt und die sagen, was habe ich jetzt geworfen? Ja. Am Anfang war ich als junger Trainer erstaunt, aber dachte, das gibt's ja nicht. Die muss ja gewusst haben, was sie wirft. Aber es ist so, sie wissen es nicht. Erstens mal sind die Sportler dann mehr im Alpha-Zustand. Das heißt, eigentlich sind die mehr im dämmerigen Zustand als wie superwach. Und zweitens gibt es einen 100%igen Gleichklang aller Gehirnsysteme. Das bedeutet, rechte Gehirnhälfte, das was fürs Spüren zuständig ist, wird aktiv und gleichzeitig das linke, was fürs Analysieren zuständig wird. Selten, muss man immer wieder sagen. Ja? Das ist nicht bei jedem Sportler, sondern wirklich nur bei denen, von denen wir jetzt sprechen, wo Flow eintritt. Und das ist auch der Grund, warum es Sieger gibt, die den Flow nicht kennen. Und das ist auch nicht schlecht oder gut. Und dann geht als erstes aus die Amygdala, das ist jenes Areal, das für Gefahrenzeichen zuständig ist. Was wir erleben dabei, ist, dass Angst geht. Das erklärt auch, warum Spitzensportler in der Lage sind, diese Leistungen zu erbringen, weil diese Sorge, dass sie die Sache jetzt richtig machen oder dass nichts passiert, die ist
vollkommen weg. Sennas größter Konkurrent Alain Prost hat ihn auch mal vorgeworfen, dass Senna sich für unsterblich hält und so beschützt, dass er vielleicht auch so fahren konnte, wie er gefahren ist. Es hatte sowas von Seemannsgarn, weil gerade für viele Männer ja Sport ein sich beweisen ist und irgendwie so die letzte Möglichkeit, noch als Abenteurer zu gelten. Matthias van Baaren, freier Filmemacher und ehemaliger Triathlet. Natürlich war es da und da anstrengend und da habe ich Sterndeln gesehen, aber manche deuten das einfach als eine absolute körperliche Überlastung und andere deuten es als spirituelle Grenzerfahrung. Als Mann bist du natürlich verleitet zu sagen, darf ich mal mitfahren? Und es sitzt jemand neben dir, genau in dem beschriebenen Zustand, in einer absoluten Mitte aus, ich bin gut angespannt, aber eigentlich vollkommen entspannt. Also der Mensch hat Zeit zu sagen, ja, wir fahren jetzt nur mit 70% der Geschwindigkeit und du wirst jetzt sehen, jetzt geht das Auto hinten gleich rechts weg. Du sitzt am Beifahrersitz und beobachtest, das ist nicht jemand, der verkrampft etwas tut. Wenn du dir das Gesicht in Superzeitlupe anschaust von Menschen, die im Flow sind, das ist sofort feststellbar. Das ist ein entspanntes Gesicht. Man braucht nur Skirennen zu schauen. Gleich wissen wir's. Und erlebt, der Mensch, der Mann, die Frau, die hat einfach ganz hart gearbeitet, aber du siehst am Gesicht, da ist viel Verkrampfung drin, da ist viel harte Arbeit drin. Und das, was dann entsteht, ist Mitleid. Und das lässt uns auch bei den Rennen applaudieren und sagen, zu denen halte ich jetzt. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sich sagen, wow, puh, da hat jetzt irgendwie ein bisschen der Himmel die Erde berührt. Die Frage ist, wie wird dieses Sportereignis rezipiert in 20 Jahren, in 30 Jahren? Es muss sich ein Ereignis in der kollektiven Erinnerung verarbeiten, um zur Legende zu werden. Jede Nation hat so ihre 3, 4, 5 speziellen Momente und es ist eben auch die kollektive Nacherzählung, die das dann so enthebt, dass es dann zu einem magischen Moment wird. Aber das passiert einem als Zuschauer auch. Also ich habe da schon ein paar Momente, wo man sagen kann, die Seele ist ausgetreten. Ja? A stick, a stone, it's the end of the road. Da, da, the rest of da, also der Edi Finger hat es irgendwie in diesen Sekundenwahn, glaube ich, auf den Punkt gebracht, weil man sich gedacht hat, das gibt's nicht. Das erzählst du noch deinen Enkeln. Und wir waren, glaube ich, 4 oder 5 Jungs und wir sind in dem Wohnzimmer herumgehüpft wie die Idioten. Und wir haben es also wirklich stundenlang nicht mehr eingekriegt. Also das muss miterlebt haben. Jetzt bin ich aufgestanden von den Südamerikanern mit ihrem Torhof. Ich glaube, jetzt haben wir es geschlagen. Das ist eben auch etwas, was den Sport ausmacht, dass er mystifiziert wird. Und so spezielle Momente, in denen vielleicht auch die herkömmlichen Erklärungsmöglichkeiten für große Leistungen, nämlich Talent und gutes Training, nicht mehr so reichen. Also muss es eine magische Situation sein. Ja! Super! Es ist oft, dass wir wirklich gut zusammenhalten können und oft ist wieder, dass wir halt nicht wirklich eine Einheit sind, wenn man so sagt. Jedes Wesen hat heute für sich extra gespielt. Aber wir waren weit weg von einem Wesen. Die Wiener haben gesagt, wie man als ein Wesen spielen kann. Wir sind die Deppen jetzt. So betrauern Stefan Galowski und David Hergesell, die beiden Handballer der Union Juri Lioben, ihre Niederlage gegen das Einheitsbewusstsein ihrer Herausforderer von Handball Union West-Wien. Ich glaube, dass man es manchmal vielleicht mitbekommt, wenn man selber ein bisschen den Sport schon mal probiert hat und plötzlich Kombinationen sieht von Spielern, die über Welle, über Welle, über Welle in perfekter Harmonie spielen. Man das Gefühl hat, der kann das doch nicht gesehen haben, der kann doch nicht gewusst haben, dass der jetzt dort steht. Er hat doch nicht geschaut, aber er wusste, dass ein anderer dort war und die dann immer dort zu sein scheinen, wo der Ball hinfliegt. Daniel Kronin, Sportfan und Unternehmer. Das Einheitsbewusstsein bei Mannschaften, das ist natürlich schwieriger, etwas zu sehen, schwieriger zu messen. Es gibt für mich aber einen Punkt, wo es den gibt und das ist für mich im Rugby. Da gibt es ein Team, das sind die All Blacks aus Neuseeland, im Übrigen heuer Weltmeister geworden. Vor jedem Spiel tanzen sie einen Kriegstanz, den Haka. Und das ist ein alter Maori-Kriegstanz. Und das Faszinierende ist, man kennt das ja vom Fußball und von anderen Sportarten, ein Stadion ist laut, es tobt, man schreit, es wird bald anpfeifen, die Sportler sind nervös.
Und dann plötzlich sieht man, wie die sich aufstellen, die 15 Mann. Sie stellen sich in einer ganz bestimmten Art und Weise auf und das ganze Stadion wird ruhig. 10, 20, 30.000 Zuschauer werden ganz, ganz mucksmäuschenstill und dann beginnt dieser Hacker. Und das Team tanzt. Und sie tanzen in einer perfekten Choreografie und in dem Moment merkt man eigentlich, dass sie nicht mehr die Individuen sind. In diesen 30, 40, 50 Sekunden, in denen sie das singen und tanzen, passiert eine Transformation. Sie sind nur noch diese eine Einheit. In dem Text geht es auch mehr oder minder darum, dass sie sozusagen ein Teil ihres Landes sind, ein Teil des Sportes. Und das Faszinierende ist aber auch, es führt zu einer Reaktion in der gegnerischen Mannschaft. Oft junge Spieler stehen sehr beeindruckt dort und sehen sich das an und es ist furchteinflößend. Es ist, glaube ich, auch so ein Nullmoment. Also es gibt ja nicht nur den Triumph, sondern auch die Niederlage, die absolut nicht erklärbar ist. Analysiert Fan und Passivsportler Christian Strasser den Minus-Nullpunkt. Also der verschossene Elfmeter bei Weltklasse-Spielern ist nicht erklärbar. Diese Menschen können unmöglich mit ihrem Können einen Elfmeter verschießen. Das geht nicht. Und gefühlt geht da irgendwie jeder Vierte daneben. Ein Abfahrtslauf und der startet aus dem Starthaus raus und stürzt oder beim Formel-1-Rennen fährt einer in der ersten Kurve einen Krot aus. Also das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Also das dürfte schon so sein, dass es die Nerven sind. Wenn jemand eine Flow-Erfahrung gemacht hat und er bemerkt, dass in der Vorbereitung etwas nicht passt, dann ist das wie ein Coitus Interruptus. Und in dem Moment, wo dann ein Skischuh vielleicht der falsche war, und ich habe wirklich Vernichtungen miterlebt, dann kann es von einer Sekunde auf die andere vorbei sein. Da hat schon Leute gegeben, die plötzliche Hustenanfälle kriegen. Verrät Billardspieler Johann Ringel die perfiden Tricks. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die den anderen versuchen, mit so kleinen Mätzchen herauszubringen. Da klopfe ich mit dem Holz aufs Köhl, weil ich will meinen Kapperl putzen, nicht? Das geht bum, bum, bum. Nicht? Und damit der andere vielleicht einmal schaut und herausgebracht wird. Heinrich Weingartner, der Doyen des Billardsports, hat solcherlei Taktik nicht nötig. Wenn ich das weiß, dass ich gestört wurde absichtlich, das merkt man, dann warte ich halt auf einen nächsten Wettkampf und mache etwas, wo ich weiß, der andere hat Schwächen oder reagiert darauf. Indem ich zum Beispiel auf seinen Sessel was stehe. Ja, der geht zurück und findet den Platz nicht. Und ja, gibt viele Möglichkeiten. Ist das eine deiner größten Herausforderungen? Ja. Wie fühlen Sie sich jetzt? Die Realität eines Sportjournalisten ist es letztendlich, mit Sportlern sehr bald nach einem Ereignis zu sprechen. Im Extremfall unmittelbar danach. Wenn ich nach einer Analyse frage, heißt das eigentlich, der ist eigentlich noch im Nachspiel. Dort sagen sie ein paar Sätze und das war's. Es fragt aber auch niemand wirklich. Wolfgang, was ist dein erster Wunsch? Ein großes Glas Bier, eine hübsche blonde Frau oder endlich bei uns in den Saal zu kommen? Nein, dass viele Sport, glaube ich, zu prosaisch sehen und auch danach fragen, nur nach diesem Prosaischen, nach dem Offensichtlichen und das Lyrische dahinter nicht sehen, nicht erkennen. Es ist für den Sportjournalisten mitunter problematisch, wenn er wissen will, wie es jemand mit diesem Sieg oder auch mit dieser Niederlage geht. Und es kommen dann Erklärungen, die sich eher auf einer Art Metaebene abspielen. Damit, glaube ich, können auch Sportjournalisten nicht wirklich gut umgehen. Das lernen wir von großen Sportdramen, wenn dann plötzlich alles in Zeitlupe verfällt und der Ton wegbleibt und Rückblenden, Flashbacks passieren. Matthias van Baaren ist freier Filmemacher. Es gibt so eine Sehnsucht, sehr nah an Tränen dran zu sein, an denen der Freude und an denen des Verlusts. Und insofern ist dieser Zustand des im Sport sich Verlieren auch so ein gewisser Wunschzustand, weil es gibt keinen großen Sinn, Siegesgesten in Zeitlupe zu zeigen. Da kann man nichts analysieren oder keine Bewegung ist so schnell, dass ich jetzt nicht verstehen würde, dass der gewonnen hat. Und trotzdem zeigen wir das in Zeitlupe. Das merkt man immer wieder nach Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wenn man über die Agenturen die internationalen Pressestimmen bekommt, dass hier sehr viel mit dieser Metaebene sprachlich gespielt wird. Genial, göttlich, außerirdisch.
Sie gerieten in einen Spielrausch, aus dem sie erst mit dem Schlusspfiff erwachten. Das Tor zum Himmel. Es ist immer sehr blumig, teilweise halbliterarisch und bisweilen magisch. Seele ausgetreten. Es war die Hand Gottes. Er schwebte wie auf Wolken. Die Österreicher oder generell die deutschsprachigen Länder sind, was den Sportjournalismus betrifft, nicht sehr an dieser magischen Seite interessiert. Da steht dann halt nur Ja mit 15a in der Bildzeitung, wenn Deutschland irgendwelche großen Siege errungen hat. Maradona, als er da mit der Hand das Tor gemacht hat bei der Weltmeisterschaft, da hat man ihn dann halt sehr angeklagt, weil er dann gesagt hat, ja, es mag sein, dass die Hand Gottes mit im Spiel war. Ja. Ich glaube gar nicht, dass das eine plumpe Lüge war, sondern der ist in dem Moment wirklich das Instrument. Der konnte nicht anders in dem Moment. Das hätte ihm seine Seele gekostet, wenn er die Hand zurückgehalten hätte. In Italien, Spanien und natürlich in Südamerika ist der Fußball, gerade der Fußball, ohnehin auf einer anderen Ebene und geht schon ins Halbreligiöse hinein. Dementsprechend ist auch die Berichterstattung, die das Ganze sehr häufig auf eine Metaebene bringt, wo dann jemand hinuntergeschaut oder von außen dazu beigetragen hat. Maradona, der diese Flow-Erfahrung so extrem gespielt hat wie kaum ein anderer, der konnte das nicht übertragen auf andere Bereiche, sondern da musste dann Kokain herhalten dafür. Ich habe schon aufgehört und ich habe gespürt, ich war richtig depressiv, ich habe gespürt, dass mir da was fehlt. Und ich glaube, es ist unbedingt wichtig, einen Psychologen dann zu haben und sich aufs normale Leben vorzubereiten, dass man wieder runterkommt, dass man von dieser anderen Welt, in der man sich befindet, in die wirkliche Welt zurückkommt. Schumacher zum Beispiel ist wirklich abgetreten als König der Könige. Und da geht die Legende, dass er dann in seinem 178-Zimmer-Palast am Genfersee gesessen ist und bei der Playstation den ganzen Tag Autorennen gefahren ist. Ja. Irgendwann findest du das, was dir wirklich liegt. Und dann einen Ersatz zu finden oder etwas zu finden, was einen genauso begeistert, das wird schwierig. Es war dann auf jeden Fall die Wehmut da, weil du weißt genau, dass es in der Art nicht mehr kommt. Aber ich habe andere Bereiche durch meine Arbeit gefunden, wo ich sage, da gehe ich auf in der Geschichte oder wenn ich mit Sportlern an dem Zustand arbeite und sie mir erzählen und ich lebe da einfach wieder mit. Ein bisschen Ersatz ist es schon für den Flohzustand, den man halt selbst gehabt hat. Die Suchtgefahr besteht immer dort und immer dann, wenn ich diese Flow-Erfahrung gehabt habe bei Tätigkeit X und dann glaube, dass es an der Tätigkeit X liegt, dass ich es hatte. Wenn ich nicht erkenne, dass diese transpersonale Erfahrung eine Qualität von mir ist und dass die Tätigkeit X nur ein Medium war und dass andere Medien daneben genauso möglich wären. Überleben kann man auch ohne diese Zustände, aber die Sehnsucht danach oder der Wunsch, dass man sowas erlebt, ist sicher da. Wie geht Flo? Ihre allererste Frage. Naja, such dir jemanden anderen und wer mit dem anderen in der Sache gut. Geh mit jemandem, mit dem du dich gut verstehst, in einen Tanzkurs. Vielleicht gehe ich über diesen Rhythmus in den Flow. Und man macht gemeinsam mit einer Gruppe was, die dann plötzlich harmonieren. Oder ein Mannschaftssport, das ist wesentlich komplexer. Oder eben ein Tier, ein Pferd. Wenn man eine Tätigkeit gefunden hat, die einem Spaß macht, dann ist es absolut egal, ob das irgendwie einen höheren Zweck hat, sondern der Selbstzweck genügt eigentlich. Hingabe passiert. Ich liebe, was ich tue und das mache ich. Bei den wirklich Exzellenten erlebst du auch nicht, dass die nachher sagen, boah, ich hab's gemacht, sondern die hören gar nicht auf, Danke zu sagen. Weil sie genau wissen, sie sind irgendwie nur ein Knotenpunkt von unendlich vielen Ressourcen, die zusammengelaufen sind und wollen das auch zurückgeben. Anfänglich war mir das fast ein bisschen peinlich, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass man bei diesem Radrennen kein Geld gewinnt. Ich sehe im Fernsehen die Mannschaft, den Skifahrer, den Billardspieler, den Eishockeyspieler und er oder sie tun etwas, dem sie sich hundertprozentig hingeben. Sie tun es nicht wegen des Geldes. 100% nicht. Das ist lachhaft. Jeder, der beginnt, wegen des Geldes einen Sport zu machen, ist schon weg. Ich habe das, was ich gemacht habe, geliebt. Ich habe dieses Rennen geliebt. Wenn du wirklich was aus Leidenschaft machst und nicht nur Ziele verfolgst, weil man was gewinnt oder so. Das mag vielleicht eine Belohnung für den Moment sein, aber vielleicht für den Abend. Die werden dann ganz wild feiern und alles ist cool. Und am nächsten Tag
geht's weiter. Und ich denke, viele der Top-Schwimmer sind am nächsten Tag wieder am Becken. Ich glaube, viele der Rennfahrer sind am nächsten Tag wieder in der Garage. Oder der Bergsteiger schaut schon wieder aufs Panorama und denkt sich, naja, der Berg ist aber auch ganz schön hoch. Ich glaube, die Belohnung ist in Wahrheit für viele einfach der Weg, wie es passiert. Und vielleicht auch genau das Erreichen dieser Zone, wo man denkt, jetzt bin ich gerade genau so gut, wie es sein kann. Vielleicht sogar ein Stückchen besser. The end of the run, and the riverbank talks of the waters of March. It's the end of all strain, the joy in your heart. It's the joy in your heart. Der Nullpunkt im Sport. Spirituelle Grenzerfahrungen bei sportlichen Höchstleistungen. Gestaltung Petra Meisel. Sprecher Philipp Scheiner. Technik Andreas Karlberger. Redaktion Alois Schörkuber.